Entschuldigen Sie bitte, Mademoiselle. Würden Sie mir gestatten, Ihnen für ein paar Minuten Ihren Begleiter zu entführen? Mademoiselle gehört zu mir, wie Sie sehen. Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen Mademoiselle zu entführen, sondern Ihren Begleiter zu entführen. Sie, Monsieur, sind es, der mich interessiert. Ich bin für die nächsten Tänze vorgeplant. Ich muss Sie trotzdem mit Nachdruck bitten, ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Und der Anlass? Sie bitte? Und der Anlass? Vertraut. Hat es nicht Zeit? Ich bitte Sie nur um 5 Minuten Gehör. Gehen wir auf ein Glas an die Bar. Ich verspreche Ihnen, ich fasse mich kurz. Ja, also gut. Warten Sie auf mich, Veronique. Ich bin gleich wieder da. Betrügen Sie mich nicht zu viel, während ich fort bin. Bis dann. Weibergeschichten? Nein. Es geht um Geld. Um Geld? Aber ich kenne sie doch gar nicht. Wollte man Geschäfte nur mit Leuten machen, mit denen man schon lange umgeht, würde nicht viel dabei herauskommen. Und kaum etwas Gutes. Es handelt sich also um ein gutes Geschäft. Ja, für Sie. Für uns beide. Eine Art idealer Transaktion, bei der beide Parteien auf ihre Rechnung kommen. Was darf ich Ihnen anbieten? Ich bin beim Whisky, ich bleibe dabei. Herr Mixer, ein Whisky und ein Cognac, bitte. Ein Whisky, ein Cognac. Ich habe mich nie an die angelsächsischen Alkoholiker gewöhnt. Schlechte Neigungen sind international. Warum sagen Sie das? Haben Sie einen Hang zum Alkohol? Wissen Sie, Sie fangen an, indiskret zu werden. Das gehört zum Geschäft. Das konnte ich nicht wissen. Ich habe den Vertrag ja noch nicht gelesen. So, ein Whisky, ein Cognac. Bitte sehr. Keine Sorge, ich bin ja hier, um Sie in die Einzelheiten einzuführen. Auf Ihre Gesundheit. Zum Wohl. Entschuldigen Sie zunächst, dass ich ein bisschen abrupt in medias res gehe. Ich bin schon über 2 Stunden hier. Ich komme um vor Hitze und würde am liebsten schlafen gehen. Als ich Sie an den Tisch Ihrer Tänzerin gehen sah, war mir klar, dass Sie den ganzen Abend nicht mehr allein sein würden. Ich hoffe ein wenig länger. Ich wünsche es Ihnen. Sie ist ganz reizend. Sie ist sogar bei weitem die hübscheste Frau im ganzen Saal. Und auch die begehrenswerteste. Sehen Sie, man fordert sie schon wieder auf. Und sie lehnt ab. Natürlich. Sie sind ziemlich selbstsicher, wie? Glauben Sie das nicht? Aber ich besuche seit 15 Jahren solche Vergnügungsstätten und betreibe das als eine Art Sport. Ich habe gelernt, meine Chancen abzuwägen. Dieser Typ da versucht mir, meine Partnerin streitig zu machen, seitdem er hier ist. Auch vor knapp einer Viertelstunde hätte ich es nicht zu behaupten gewagt. Jetzt aber kann ich Ihnen sagen, dass er sie nicht bekommen wird. Ich habe Ihr Duell bemerkt und ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Technik. Ich habe Sie aufmerksam beobachtet. Ich glaube, Sie sind der Mann, den ich suche. Wollen Sie um 50.000 Franc reicher werden? Komisch, ich habe noch nie daran gedacht, aber gerade jetzt geht es mir auf. Man sagt, um 50.000 Franc reicher werden, so und so viel im Monat kassieren, seinen Unterhalt bestreiten. Das klingt, als wäre das Leben ein Glücksspiel. Und der Lohn für Arbeit und Geschick nur der Gewinn aus einer glücklichen Wette. Wissen Sie, ich bin Fabrikant und trotz meiner 24 Jahre Berufserfahrung sehe ich immer noch keinen nennenswerten Unterschied zwischen dem Schreibtisch, an dem mir ein Großauftrag unterschrieben wird, und einem Baccarat-Tisch. Vielleicht haben Sie recht, wenn die Gesellschaft nichts als ein riesiges Casino wäre, käme es nur darauf an, sich auf die Seite der Croupiers zu schlagen. Ganz richtig, die sind die einzigen, die niemals verlieren. Ihre Überlegung flößt mir Vertrauen ein. Sie ist ein gutes Omen für unsere künftige Zusammenarbeit. Meine Mitarbeiter ist Ihnen noch nicht sicher. Sollte mich wundern, wenn Sie mir einen Korb geben würden. Es geht um eine Aufgabe, die Ihren Fähigkeiten völlig angemessen ist. Es wird Ihnen leicht fallen, sie erfolgreich zu lösen. Sie werden Ihre Freude an ihr haben. Und risikolos ist sie auch. Und auch honorig? Sie verlangen zu viel auf einmal. Leicht, angenehm, ohne Risiko und 50.000 Franc. Und nun wollen Sie auch noch, dass es ein honoriger Auftrag ist, auf jeden Fall. Garantiere ich Ihnen, dass Sie straffrei bleiben. Honorig oder straffrei? Natürlich liegt da ein feiner Unterschied. Aber oft genug kommt es auf das Gleiche hinaus. Es ist fast immer das Gleiche. Also, Sie haben mein Ohr. Die Aufgabe. Sie sollen mir meine Geliebte vom Halse schaffen. Waffen und Munition liefern Sie? Nicht möglich. Über beides verfügen Sie dank Ihrer natürlichen Talente. Aha. Wie schön Sie das gesagt haben. Das sollte keine zweideutige Anspielung sein.
Frivole Scherze finde ich nicht sehr komisch. Ich meine ihr gutes Aussehen, ihre Statur, ihre Ungeniertheit, mit der sie gewohnt sind, einer hübschen Frau das Ja von den Lippen zu lesen. Verstehen Sie mich recht? Was ich will, ist ein echter Liebesroman, nicht eine Bettgeschichte von ein paar Stunden. Wenn Sie die Prämie verdoppeln, könnte ich Sie sogar heiraten. Sie bringen mir Besuch. Fehlt nicht viel und ich würde Sie beim Wort nehmen. Aber schließlich soll man nicht zu viel vom Glück verlangen. Sie sagen es. Ich kenne Henri gut. Sie liebt das Vergnügen, sie hat Zeit, sie ist ungebunden. Ich halte sie durchaus für fähig, mich bei Gelegenheit, wenn auch heimlich, zu betrügen. Aber das wäre keine Lösung. Sie wird mich nur dann aufgeben, wenn sie sich ernstlich verliebt. Anne-Marie, soweit gefällt sie mir schon recht gut. Sie wird Ihnen ganz gefallen. Sie ist hübsch und aufregend. Und doch haben Sie sie satt. Satt ist ein schwacher Ausdruck. Warum? Sie sollten doch wissen, wie das ist, wenn eine Frau sich ankrallt. Danke, das habe ich kennengelernt. Die sich wortwörtlich ankrallt. Ja, ja. Wie haben Sie sich freigemacht? Mit Geduld. Das hat mich 6 Jahre gekostet. Aber wir haben uns schließlich scheiden lassen. Aha. Derjenige, der noch liebt, gibt immer als Erster nach. Weil er der Unglücklichere von beiden ist. Sind Sie ein Gefühlsmensch oder ein Zyniker? Ein bisschen von beiden, wie jedermann. Ich jedenfalls hätte keine 6 Jahre Geduld. Nicht einmal 6 Monate. Ich verstehe Anne-Maries Situation, ich bin kein Rohling und der Kummer dieser jungen Frau macht mich traurig, ehrlich. Jemand, der noch liebt, ist ganz sicher unglücklich, wie Sie sagen. Aber demjenigen, der nicht mehr liebt und den man an sich fesselt, vergällt man sein ganzes Leben. Die Hölle besteht nicht nur in der Seelenqual, man spürt sie auch bei kleinen, wiederholten Hieben, die nicht viel hermachen, die einen aber genauso sicher zerstören wie eine echte Verzweiflung. Ich will Frieden. Verlassen Sie Anne-Marie wegen einer anderen? Nicht einmal das. Die Sache liegt noch viel dümmer. Ich liebe meine Frau. Ich habe sie betrogen, gewiss mit Vergnügen, aus Vergnügen, nur darum. Anne-Marie zog mich stark an, ich musste sie haben, aber ich bin auch nicht unredlich gewesen. Sie hat von unserer ersten Unterhaltung an gewusst, dass ich nichts versprechen würde. Und jetzt verlangt sie von Ihnen, die Versprechen, die Sie nicht gemacht haben, zu erfüllen? So ist es. Sie ist verliebt in Sie. Dann muss man eben das Übel mit dem Übel austreiben. Ich gestehe, die Idee amüsiert mich. Ich lasse Ihnen bis Montag Zeit, Ihre Entscheidung zu überlegen. Sind Sie Montag am frühen Nachmittag frei? Ich werde es einrichten. Kommen Sie zwischen 14 und 15 Uhr in mein Büro. Hier ist meine Adresse. Mein Name ist Julien Lavandier. Wie heißen Sie? Jean-Claude Segur. Auf Montag komme ich. Und denken Sie daran. 50.000 Franken. Das ist Ihr erstes Angebot. Sie wissen noch nicht, ob ich den Preis nicht höher treiben werde. Julien? Habe ich dich aufgeweckt? Nein, nein. Ich habe gelesen, während ich auf dich gewartet habe. Nun? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Im Irland-Club? Im Trianon. Oh. Wie ist er? Meine Güte, ich habe ziemliches Glück gehabt. Er ist noch schöner, als ich hoffte. Aber ein bisschen weniger dumm, als ich ihn mir gewünscht hätte. Was du nicht allzu schlau haben möchtest, kann ich mir vorstellen. Schließlich hast du vor, ihn hinters Licht zu führen. Aber so schön, das halte ich kaum für notwendig, falls es nicht mir zugute kommen soll. Dann fällt es mir vielleicht leichter, mich so vollkommen realistisch zu verhalten, wie du es zu erwarten scheinst. Vollkommen glaubwürdig zu sein würde genügen, Cherie. Du brauchst es nicht bis zur Selbstaufgabe zu treiben. Du sollst nur als Köder für meine Falle fungieren und so wenig wie möglich auf der Szene in Erscheinung treten. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Genau deshalb habe ich jemanden ausgewählt, der so verführerisch wie möglich ist. Denn wenn er gewöhnt ist zu gefallen und wenn er glaubt, unwiderstehlich zu sein, wird er sich nicht wundern, wie leicht du ihm in die Arme fällst. Und er wird nicht misstrauisch werden. Oh, was bist du doch für ein Mann. Du scheinst nichts zu halten von der unerschöpflichen Eitelkeit eures Geschlechts. Ein Mannsbild staunt niemals, wenn eine Frau ihn nach seinem Geschmack beurteilt. Selbst im Schädlichsten fehlt es nicht an Gründen, das ganz natürlich zu finden. Das ist wohl in den meisten Fällen wahr. Ja. Nicht, wenn es sich um dich handelt. Du bist zu schön, zu anziehend. Du, ganz allein genommen,
bist einfach ein weibliches Ideal. Was für ein hübsches Kompliment. Bist du etwa sehr erstaunt gewesen, als ich dir zum ersten Mal sagte, dass ich dich liebe? Ja. Ja, durchaus. Oh, du hast mir aber kaum etwas anmerken lassen. Dabei ist es mir wie ein Wunder erschienen. Oh, sei nicht so bescheiden, Cherie. Ich habe lange gebraucht, um an deine Aufrichtigkeit zu glauben. Ich wusste ja, was du von mir wusstest. Wenn sie stark und echt ist, kennt die Liebe nur ihre eigene Moral. Meine liebe, kleine Frau. Mein Julia, küss mich. Weißt du, ich fühle mich richtig wohl mit dir, Christine. Ich bin einfach glücklich mit dir. Ich werde unsere Harmonie nicht zerstören lassen. Ich werde uns verteidigen. Ich werde mich schlagen bis zum... Bis zu was, Julia? Bis zum Äußersten. Bis... Bis zum Tod. Wessen Tod? Was ist eigentlich wirklich los, Sherry? Was verheimlichst du mir? Ich? Dir etwas verheimlichen? Ja. Das Schlimmste, was ich jemals zu verheimlichen hatte, das hattest du damals gleich erraten. Und nachdem ich es erraten hatte, bin ich die gleiche geblieben. Ja, das vergesse ich nicht. Ich habe dir nichts entzogen, weder meine Liebe noch mein Vertrauen. Nein, nein, das ist wahr. Ich habe dich sogar geheiratet, wenn meine Erinnerungen mich nicht trügen. Mögest du es niemals bereuen. Das hängt nur von dir ab, Sherry. Ja, eben nicht. Du irrst dich, Christine, wenn du denkst, dass ich dir etwas verheimlichen will. Nur ist es so, dass ich es für richtiger hielt, dir nicht alles auf einmal zu sagen. Jetzt hör zu. Neulich habe ich dich gefragt, ob du bereit wärst, einem Unbekannten eine Komödie vorzuspielen. Ich würde ihn dir zuführen und er sollte dir den Hof machen. Ja. Dabei habe ich manches im Unklaren gelassen und habe vorgegeben, ich hätte mit Geschäftsfreunden eine Wette abgeschlossen. Da du meinen Vorschlag nicht durchschauen konntest, hast du ihn nicht leicht zurückgewiesen. Am Sonntag, als wir wieder davon sprachen, hast du gefühlt, dass mehr dahinter steckte als ein unschuldiger Spaß. Vielleicht sogar eine Intrige. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Dabei hatte ich dich gebeten, du möchtest im Augenblick nicht darauf dringen, mehr zu erfahren. Um mich über ein kleines Jahr und noch ein kleines Jahr zu einer großen Verpflichtung zu verführen. Bei deinem klaren Verstand würde das nie gelingen. Nein, um dich vor einer unnützen Bloßstellung zu schützen. Ich war noch nicht ganz überzeugt von meiner Idee. Ich fürchtete, den Tölpel nicht zu finden, den ich brauchte. Heute ist er nun zur Stelle. Jetzt sollst du auch das Übrige erfahren. Ich sage dir gleich, sehr schön sieht es gerade nicht aus. Na, raus damit, Sherry. Ich bin nicht so leicht zu erschüttern. Es ist 2 Jahre her, dass du dahinter gekommen bist, dass ich... Naja, also nennen wir das Kind beim rechten Namen. Du hast herausgefunden, dass ich meine Frau, meine erste Frau, vergiftet hatte. Aber du warst nicht die Einzige, die das Geheimnis gelüftet hat. Aha. Anne-Marie. Ja. Sie brauchte nicht einmal wie du Intuition und Intelligenz dazu. An dem bewussten Tag hatte Anne-Marie die Vertretung für Madame Martineau im Labor übernommen. Ich wusste nichts davon. Madame Martineau kontrolliert den Bestand der Giftstoffe in der Regel morgens, sobald sie kommt. Anne-Marie ist erst am Nachmittag an den Giftschrank gegangen. Wie du weißt, wird diese tägliche Kontrolle sehr genau genommen. Alles ist nummeriert. Ein Fläschchen fehlte, Toxiferine. Ein Alkaloid des Curare. Bravo, deine Kenntnisse sind noch intakt. Man lernt das im ersten Jahr. Und dieses Fläschchen habe ich gegen 8 Uhr abends wieder in den Giftschrank gestellt, verkorkt mit der Maschine. Zuvor hatte ich ersetzt, was ich von dem Glukoseserum entnommen hatte. Das war riskant. Nein, 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 in der Fabrik ist es nicht aufgefallen. Alle Giftstoffe werden von mir persönlich ausgegeben. Und Anne-Marie hat keinen Alarm geschlagen? Dazu war sie nicht naiv genug. Du kennst sie schlecht. In der Nacht fängt meine Frau an zu ersticken. Am frühen Morgen stirbt sie im Krankenhaus. Die Ärzte wundern sich nicht. Die Symptome sind die gleichen gewesen wie bei den vorangegangenen Anfällen. Und die Entscheidung wird als völlig normal registriert. Die Nachricht wird um 9 Uhr bekannt. Bei der morgendlichen Kontrolle von Madame Martineau um 10 Uhr war das Giftfläschchen ordnungsgemäß an seinem Platz. Ja, ja, aber Anne-Marie... Ja, das ist das Problem. 2 Monate vorher, ich hatte dir zuliebe gerade mit Anne-Marie gebrochen, da hatte sie den Fall in keiner Weise dramatisiert, ihn eher mit Sportgeist, sogar mit Eleganz hingenommen. Sie sprach von schönen Erinnerungen, von Freundschaft, die die Liebe ablösen würde. Für mich schien das Problem erledigt. Und dann? Dann trat das Problem erst richtig zutage.
Sie hat dich erpresst. Aber zunächst hat sie mich nur eingelullt. Sie hat ganz unmerklich damit angefangen und beim ersten Mal war ich durchaus noch im Zweifel, worauf sie hinaus wollte. Ich mag nicht gern alles wieder aufrühren, aber ich muss dir etwas erzählen, damit du meinen Entschluss verstehst und damit du dich in voller Kenntnis der Umstände entscheiden kannst. Ich bin gespannt. Vielleicht erinnerst du dich. Es war ein paar Wochen, nachdem ich mich bereits von ihr getrennt hatte. Du fragtest eines Tages nach dem Appartement, das sie bewohnte. Und ich sagte dir, es wäre ihr Eigentum. Ich log. Es gehörte mir. Das habe ich mir gedacht. Doch ich war nicht weit von der Wahrheit entfernt. In der Zeit, nachdem Jacqueline gestorben und der Nachlass geregelt war, hat Anne-Marie mich des Öfteren angerufen. Sie hat mir eingeflüstert, das ist das richtige Wort. Es gab kein Drängen in ihren Worten, noch weniger eine Drohung. Sie hat mir also eingeflüstert, die Wohnung auf ihren Namen umschreiben zu lassen. Ich habe eingewilligt. Ich habe gegen allen Anschein gehofft, dies wäre keine Erpressung, sondern so etwas wie ein gütlicher Vergleich in verschleierter Form. Ich sah ihr diesen Schritt nach, zu dem sie die Angst vor dem Morgen verleitet haben könnte. Sie, eine Frau von 37 Jahren, verlassen von dem Mann, der ihr Sicherheit gegeben hatte. Und die Angst vor dem Morgen, die saß nun dir im Nacken? Ja, ein wenig später war es der Auftrag für einen neuen Wagen. Ich akzeptiere den Scheck. Als der Wagen geliefert wird, löse ich den Kaufpreis ein. Aber diesmal will ich wissen. Ich treffe Anne-Marie und mir wird klar, sie hat mich in der Hand. Und das hört nicht mehr auf. So ein Luder. Von da an tritt sie etwa einmal im Monat in Erscheinung. Bald ist es eine Rechnung, bald nur ein Anruf. Julien, ich brauche 5.000 Franc oder 10.000. Manchmal ist es mehr. Im letzten Monat hat sie es sich geleistet, ihre Küche neu einrichten zu lassen. Mit allen erdenklichen modernen Geräten. Jedes einzelne Modell so kostspielig wie möglich. Und schon wohl gespeist zu haben. Das belief sich alles in allem auf rund 38.000 Franc, die Steuern inbegriffen. Eines Abends habe ich die Bilanz der Katastrophe gezogen. Unter Einschluss der Wohnung und des Wagens wird sie mir fast 1 Million abgegaunert haben. Das kann nicht so weitergehen. Nein, das kann bestimmt nicht so weitergehen. Ich werde sie uns ein für alle Mal vom Halse schaffen. Du kannst noch Nein sagen, Christine. Ich sage ja, Julia. Mit voller Überzeugung. Gut. Und dabei wird uns dieser Typ behilflich sein, den ich im Trianon angeworben habe. Wird er Sie töten? Nein. Aber es wird ihm schwerfallen, das Gegenteil zu beweisen. Herein. Ich wusste gleich, dass mir Ihr Name etwas sagt, das Fleckenmittel Lavandier. Eine Jugenderinnerung. Das war noch zur Zeit meines Vaters. Wir stellen es immer noch her aus Aberglaube und Pietät. Ich habe mich nie entschließen können, es aus dem Katalog zu streichen, aber wir verkaufen davon kaum noch nennenswerte Mengen in ein paar entlegene Bezirke. Aber nehmen Sie doch Platz. Sind Sie nicht überrascht? Worüber? Dass ich gekommen bin? Nein. Sie brauchen Geld. Was für eine Idee. Wo haben Sie die denn her? Ach, wissen Sie, ein großer Umsatz schafft eine Menge Geschäftsfreunde, die einem einen kleinen Gefallen nicht verweigern können. Mal eine Auskunft, mal eine Indiskretion. 4, 5 Anrufe haben genügt. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Nun, tun Sie nicht so, als wären Sie entrüstet. Ich glaube Ihnen doch nicht. Ich habe Sie eben durchs Bürofenster beobachtet, wie Sie Ihren Wagen auf den Fabrikhof geparkt haben. Sie sind ein Schürzenjäger. Für einen Schürzenjäger ist ein Auto genauso wie die Kleidung ein sehr wichtiges Requisit. Ihr Schlitten da unten ist seit mindestens 3 Jahren reif zum Austausch. Sie können sich kaum noch mit ihm sehen lassen. Sie werden es nicht bestreiten. Wenn Sie könnten, würden Sie lieber einen neuen fahren. Die Maschine ist in ausgezeichnetem Zustand. Solange sie läuft, bin ich damit sehr zufrieden. Für mich ist ein Wagen weiter nichts als ein Transportmittel. Ja, so heißt es im Allgemeinen, wenn man nicht weiß, womit man einen neuen Wagen bezahlen soll. Hüten Sie sich vor solchen Bemerkungen. Sie verraten Resignation. Sie sind ganz schön aggressiv. Mir kommt es auf die Wirkung an, nicht auf Höflichkeit. Hüten Sie sich vor solchen Bemerkungen. Sie verraten Nervosität. Vielleicht haben Sie recht. Es ist meine Ungeduld, endlich frei zu werden. Hier ist Ihre Anzahlung, 10.000 Franc in großen Scheinen. Den Rest im Ganzen, sobald Anne-Marie mir mitgeteilt hat, dass sie mich verlässt. Und nicht nur vielleicht, sondern endgültig. Vielleicht überschätzen Sie meine Fähigkeiten? Ich setze auf Sie und auf Anne-Maries Vorliebe für derartige Talente. Aber was ist, wenn ich scheitere? Scheitern Sie nicht. Monsieur Lavandier, ich gehöre, um Ihren eleganten Ausdruck von neulich Abend aufzugreifen,
zu den Männern, die gewohnt sind, einer hübschen Frau das Ja von den Lippen zu lesen. Solche Männer wissen besser als andere, dass es auch uneinnehmbare Festungen gibt. Beginnen Sie schon mit der Belagerung. Ich stehe als Ihr Verbündeter zur Verfügung. Ihr Vertrauen erstaunt mich ein wenig. Man möchte meinen, Sie wollten das Geld nicht. Doch. Dann nehmen Sie es. Ich will noch etwas mehr. Was? Die ganze Wahrheit. Aber die haben Sie. Ich habe den Eindruck, dass Sie mir nicht alles gesagt haben. Dass Anne-Marie sich nicht damit begnügt, Ihnen unnötig das Leben zu erschweren. Ich frage mich, ob es nicht ernster ist. Ob sie nicht zum Beispiel versucht, Sie zu erpressen. Hast du ihn gesehen? Von hier oben. Hier vom Fenster aus. Kein Eindruck? Bei dem, was wir mit ihm bezwecken? Ich stelle fest, dass du dich für unsere Aktion stark machst. Krieg ist nun mal Krieg. Ist die Unterhaltung gut verlaufen? Na, das Wichtigste ist getan. Die 10.000 Frauen hat er eingesteckt. Befürchtest du nicht, dass er das behält, ohne die Arbeit zu lassen? Er weiß, dass ich ihn schon kriegen würde. Außerdem ist der Betrag nicht groß genug. Er ist scharf auf den Rest. Er wird sich bemühen, ihn zu verdienen. Bist du sicher, dass er keinen Verdacht hegt? Ah, er nimmt meinen Roman für bare Münze. Einen kurzen Moment war ich trotzdem in der Defensive. Ich spürte, dass er um den heißen Brei herumging. Ich fühlte deutlich seine Zurückhaltung oder dass eine Frage auf mich zukommt. Und dann spricht er seinen Hintergedanken aus. Erpressung. Wie? Ja, aber dann... Warte. Mir ging es wie dir. Das hätte mich beinahe außer Fassung gebracht. Für ein, zwei Sekunden habe ich Sorgen gehabt. Aber er hat mich sofort beruhigt. Die Erpressung, die ihm vorschwebte, war die, dass Anne-Marie drohen würde, unser Verhältnis meiner Frau zu verraten, falls ich mich nicht scheiden ließe. Du siehst, gefährlich ist er nicht. So ist es mir schon lieber. Ich habe ihn mit dem Ausdruck eines geprügelten Hundes angeblickt, habe einen langen Seufzer getan und habe gebeichtet, er habe richtig geraten. Und so weit bin ich ruhig. Er wird alles glauben, was wir wollen. Nichts geht über das Geständnis einer falschen Lüge, um eine echte zu verschweigen. Wo werde ich ihn kennenlernen? Hier im Büro. Hier? Ist das nicht zu gefährlich? Nein, es ist das Einfachste und das Sicherste. Ich habe Ségur für morgen Abend 7 Uhr herbestellt. Es wird niemand mehr in der Fabrik sein. Wir werden gemeinsam hinuntergehen. Ich werde eine Verabredung in der Stadt vorschützen und euch allein lassen. Da du deinen Wagen nicht bei dir hast, wird er dir anbieten, dich nach Hause zu fahren. Und wenn wir auf der Straße jemanden finden, der mich kennt? Ja, du musst nicht mit dem Schlimmsten rechnen. Aber gut, in diesem Fall versteht es sich von selbst, dass wir mit allem nochmal von vorn beginnen müssen. Aber das Risiko steht 1 zu 1.000. Und es ist das einzige Mal, dass ihr euch in der Öffentlichkeit zeigt. Danach werdet ihr euch nur noch einmal treffen, um in Anne-Maries Wohnung zu gehen. Wann? Donnerstagabend. Sie kommt Donnerstag früh zurück. Von da an wirst du nur noch das Telefon benutzen. Du musst dafür sorgen, dass du ein paar Spuren von Anne-Marie in der Umgebung hinterlässt. Rufe seine Firma an während seiner Abwesenheit. Nenne Anne-Maries Namen, Vornamen und Telefonnummer. Buchstabiere ihren Namen, das ist sehr wichtig. Denn er schreibt sich so ungewöhnlich, dass man ihn sich immer wieder erklären lässt. Schreibt er sich in einem Wort? Ja, de Vigère. In einem Wort, mit W-H-U-I-E, accent grave, R-E-S. Ja, ich erinnere mich. Verstelle am besten deine Stimme für den Fall, dass du einen automatischen Anrufbeantworter erwischst. Und wenn sie mich anrufen will? Auch das ist einkalkuliert. Wir gehen Mittwoch um die Mittagszeit zu Anne-Marie, damit er dich dort erreichen kann. Und die Concierge? Sie weiß, wer du bist? Wir werden durch die Garage gehen und den Hinteraufgang benutzen. Ich habe alle Schlüssel. Ja, und wenn... Hör zu, Sherry. Ich habe an dieser Affäre mit größerer Umsicht gearbeitet, als du sie an mir kennst, wenn es um meinen Beruf geht und du weißt, wie besessen ich bin. Oh ja. Um dem Zufall keine Chance zu lassen. Gerade deshalb habe ich dich gebeten, dich mit mir an dieser Aktion zu beteiligen. Damit das Unternehmen vollkommen gesichert ist, brauche ich zur gleichen Zeit und am gleichen Ort Anne-Marie 2-mal. Eine davon lebend. Ich stehe zu dir, Julia. Bereit zu allem, was du anordnest, aber... Aber werde ich dir so nützen können, wie du glaubst? Du wirst Ségur am Donnerstagabend bei Anne-Maries Wohnanlage treffen, zu ihm in den Wagen steigen und ihm den Weg durch die Garage zum Hinteraufgang zeigen. Dann wirst du mit ihm zu Anne-Marie hinaufgehen. Ich werde bereits in der Wohnung sein. Mit ihr? Mit ihr. Sobald ich vom Fenster aus sehe, wie ihr in die Garage fahrt, werde ich den Countdown auslösen. Wenn ihr in der Wohnung seid, musst du versuchen, im Salon ein paar Minuten Zeit zu gewinnen. Schenke deinem Gast inzwischen einen Whisky ein. Und? Zuerst werde ich mich verborgen halten auf der Terrasse.
Hoffentlich hat er es nicht so eilig mit irgendwelchen Zudringlichkeiten. Bestimmt ist er nicht der Typ des platonischen Liebhabers. Du wirst seine Ungeduld etwas dämpfen und eventuellen Übergriffen ausweichen müssen. Aber lass keine Kälte spüren. Er muss fühlen, dass man ihm vertraut. Bemühe dich, gut zu spielen. Ich würde eher sagen, hinhaltend spielen. Auf Abstand halten. Sobald er sein Glas geleert hat, komme ich dazu und kümmere mich um das Weitere. Du siehst, es ist einfach. Es ist einfach, aber es muss exakt ablaufen. Wenn ich erst einmal am Zuge bin, kann ich natürlich nicht mehr zurück. Das geringste Missgeschick würde mich vor die Geschworenen bringen. Wie gleichgültig du von Gefahr redest. Oh, Gefahr, man ist jede Sekunde seines Lebens in Gefahr. Das Leben ist nun mal gefährlich. Jede Unternehmung ist gefährlich. Hat der Kerl auch nicht Widerstand lassen? Das wäre zwecklos. Wieso? Du wirst schon sehen. Ich werde dir meinen Plan heute Abend Punkt für Punkt erklären. Und wir werden jede Einzelheit durchgehen, soweit du es wünschst. Ich kämpfe für dich, mein Herz. Ich kämpfe für uns beide. Ich kann nicht verlieren. Aber... Ja? Wie ist das mit der... Mit der Justiz. Ist das das, woran du denkst? Ja, wie meine ich? Wir haben die Chancen auf unserer Seite. Pass auf, was ich herausgefunden habe. Was? Als sie unsere Firma verlassen und sich auf meine Kosten eingerichtet hatte, bekam Annemarie einen kleinen Streit mit einer Versicherung wegen einer Beitragsberechnung. Sie behauptete, um ein paar Dutzend Franc benachteiligt zu sein und war darüber erbost. Darauf hat sie der Martineau Fotokopien der Akte ins Büro geschickt, damit sie ihr eine Bescheinigung ausstellt. An den ganzen Papierkram hatte sie einen Zettel mit folgenden vier Zeilen angeheftet. Du weißt, dass ich nicht leicht verzichte? Das ist eine Frage des Prinzips. Ich will mir nicht alles gefallen lassen. Ich werde so weit gehen wie nötig. Kein Datum, kein Name des Adressaten, nur ihre Unterschrift. Diesen Liebesbrief wird man in der Anzugtasche des schönen Jean-Claude finden. Man wird nicht weiter nach dem Mordmotiv suchen. Was verlangt sie denn die Justiz? Für jedes Opfer einen Mörder, na gut. Man wird ihr liefern, was sie haben will, bis auf eine kleine Nuance. Sie wird das Opfer kriegen. Und die Leiche des Mörders. Ein wahres Weihnachtsmärchen. Ich kenne dich erst seit vorgestern. Ich rufe dich mittags an. Und um 4 Uhr liegst du in meinen Armen. Und um 5 Uhr hast du eine Verabredung mit einem Kunden. Verzeih mir, Chérie, ich konnte das nicht vorhersehen. Ach, ich dass du mich eingeladen hast, Kaffee bei dir zu trinken. Bist du denn nicht schon eine bestimmte Absicht gehabt haben? Warte, ich suche den genauen Ausdruck. Nicht wirklich eine Absicht. Auch nicht eine Hoffnung. Ein Traum. Es gibt Träume, die Gestalt annehmen. Und deren Gestalt sehr hübsch anzusehen ist. Auch hübsch zu liebkosen. Man liebkost einen Traum. Und streichelt einen Körper. Oh, lass mich. Du hast eine Verabredung. Küss mich, Annemarie. Küss mich. Ja. Oh, Jean-Claude, genau das habe ich befürchtet. Was denn? Du gefällst mir sehr. Zu sehr. Ich bin seit langer Zeit nicht so glücklich gewesen. Allzu lange. Ich denke nur noch daran, dich wiederzusehen. Sage mir, dass ich dich morgen sehen werde. Morgen und jeden Tag, den du willst. Aber morgen gehen wir zu mir. Ich freue mich darauf, dein Heim kennenzulernen. Jetzt halte ich dich nicht länger auf. Kann ich das Badezimmer benutzen? Mit dem größten Vergnügen. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Vermittler für eine kleine Immobilienagentur. Das läuft? Es gibt Höhen und Tiefen. Eine Höhe auf 3 Tiefen. Ich komme auf meine Kosten. Meine Bedürfnisse sind nicht groß, ich treibe für mich keinen großen Aufwand. Gibst du das Geld nicht? Oh je. Um das Geld zu lieben, muss man genug haben. Wo habe ich denn bloß meine Krawatte gelassen? Ach, das hier ist deine Bluse. Ah, da ist ja mein Hemd. Hast du meine Krawatte nicht gesehen? Nein. Na gut, dann lege ich mir eben meine andere um. So. Ich bin fertig. Oh. In dem Aufzug, in dem du bist, frage ich mich, wozu? Beinahe fertig. Du bist sehr schön.
Ich weiß, du wirst es mir nicht glauben, aber du hast neulich Abend kaum in meinem Auto Platz genommen. Da war ich schon verliebt in dich. Ich glaube dir nicht. Schade. Es wäre schön, dir zu glauben. Ich nämlich, ich war kaum aus deinem Wagen gestiegen, da spürte ich schon ein starkes Verlangen, diese Worte aus deinem Mund zu hören. Das kannst du immer noch. Komm her, überzeug dich. Anne-Marie. Du sagst das in einem so komischen Ton. Anne-Marie. Für sich genommen ein sehr hübscher Name. Aber ich finde, er passt nicht so ganz zu dir. Dann such einen anderen für mich. Ist schon geschehen. Und welchen? Willst du ihn wissen? Ja. Dann nimmst du das Risiko auf dich. Christine. Gefällt er Ihnen, Madame Lavandier? Ich habe die übrige Wohnung noch nicht gesehen, aber je mehr ich mir dieses Zimmer betrachte, desto mehr erstaunt es mich, dass das Wort Junggesellenwohnung keine weibliche Parallele hat. Vielleicht, weil es keine weibliche Parallele zum Egoismus der jungen Männer gibt. Deine Couch verführt zum Faulenzen. Ich bin erschossen heute Abend. Möchtest du noch einen Whisky? Nein, danke. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Plötzlich habe ich einen schweren Kopf. Das liegt aber nicht an dem, was ich seit heute früh getrunken habe. Dieser Whisky war mein erster am ganzen Tag. Es soll den Fall eines Mannes gegeben haben, er hatte nie in seinem Leben Schnaps getrunken und 5 Minuten, nachdem er zum ersten Mal einen zu sich nahm, war er tot. Es war Rum. Kleines Glas nur, wie man es den Todeskandidaten vor der Vollstreckung reicht. Monsieur Lavandier, was suchen Sie denn hier? Es geht um meine Geschäfte. Aber wir haben doch... Davon reden wir später. Du hältst dich jetzt raus, Christine. Ja. Das Dringlichste, mein lieber Segur, ist Ihre Gesundheit. Es scheint Ihnen nicht gut zu gehen. Nicht sehr, nein. Ich fühle mich nicht auf der Höhe. Als hätte ich einen Schwindelanfall. Ach, ich sollte eigentlich nicht, man plaudert immer zu viel, aber ich kann kaum dem Drang widerstehen, Sie aufzuklären. Mich aufzuklären, worüber? Über die Wahrheit. Versuchen Sie erst einmal aufzustehen. Stehend lässt sich ein Schwindelanfall meist besser überwinden. Glauben Sie? Ja, ja. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Ich setze mich wieder. Ich glaube, mir wird übel. Das ist keine Übelkeit. Das ist der Anfang Ihrer Agonie. Was soll das sein? Keine Sorge, die Agonie wird kurz sein, schmerzlos. Beinahe angenehm. Wie wenn man sehr müde ist und sich endlich in sein Bett fallen lässt. Es war ein Schlafmittel. Aber in Ihrem Whisky. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Alles Aufbegehren ist bereits nutzlos. Sie haben keine Kraft mehr. Sie könnten keine 3 Meter gehen, ohne zu fallen. Sie werden mir als Strohmann dienen, Segur. Für einen Mord. Und wenn Sie eingeschlafen sind, werden Sie mit meiner Hilfe Selbstmord begehen. Eine Kugel in die Schläfe. Man wird Sie tot neben der Leiche von Anne-Marie finden. Aber nicht die, die Sie glauben. Meine Frau hat sich für Anne-Marie nur ausgegeben, um sie in die Falle zu locken. Stimme. Kommt mir so gedämpft vor. Was für eine Falle. Ein kleines Wunderwerk an Präzision. Ein Verbrechen, wie man ihm nur in den besten Kriminalromanen begegnet. Ein Verbrechen? Ja, die Leiche liegt schon bereit, wenn man so sagen darf. Hier. Sehen Sie? Es ist also wahr. Anne-Marie. Meine frühere Geliebte, sie erpresste mich, weil sie wusste, dass ich meine erste Frau vergiftet habe. Ich habe Anne-Marie gerade mit einer Krawatte erdrosselt, die Ihnen gehört und die meine zweite Frau von Ihnen, Segur, entliehen hat. Damit werden Sie nicht durchkommen. Die Polizei... Was? Polizeiliche Untersuchung? Autopsie? Unanfechtbar. Erst Mord, dann Selbstmord. Die Pistole weist Ihre Fingerabdrücke auf. Das Schlafmittel hinterlässt keine Spuren, weder in der Leber noch im Urin. Das Motiv? Mord aus Leidenschaft. Sie werden der Mörder sein, wenn auch posthum. Tut mir leid für Sie, mein Lieber. Aber ich stand mit dem Rücken zur Wand. Vernichten oder vernichtet werden. Sie oder ich hieß die Devise. Wenn ich richtig überlege, ist es mir lieber, Sie sind es. Oh ja, ich lebe wieder auf. Wenn Sie erlauben, Monsieur Lavandier, verschieben wir meine Agonie auf ein anderes Mal. Sehr. Verzeihen Sie mir diese unschuldige Heuchelei. Es war ein riesiges Vergnügen, Ihre Bekenntnisse aus Ihnen herauszulocken.
Offenbar hat sich Ihr kleines Wunderwerk an Präzision, wie Sie es nannten, irgendwo verklemmt. Vielleicht ist das Uhrwerk daran schuld. Ja, das ist das Ärgerliche mit den Zeitbomben. Wenn der Mechanismus zu schnell abläuft, drohen Sie in den Händen dessen zu explodieren, der Sie anbringt. Beinahe hätte ich gesagt, der damit angibt. Aber Sie sehen so niedergeschlagen aus, dass dieses Wort nicht mehr zu Ihnen passen dürfte. Nun renommieren Sie nicht mehr, was? Damit machen Sie auf mich überhaupt keinen Eindruck, wissen Sie? Ein bisschen Geduld, das kommt noch. An Ihrer Stelle wäre ich davon nicht so überzeugt. Ich bin sehr viel an meiner Stelle als an Ihrer. Falls Sie das Glas nicht ausgetrunken haben, das man Ihnen gereicht hat, war und? Ich habe es ausgetrunken. Nur enthielt das Giftfläschchen, das Sie dem Whisky beigemischt haben, destilliertes Wasser. Ich sehe nicht, wie Sie das angestellt haben wollen, aber das macht weiter nichts. Es ändert nicht viel. Es wird etwas weniger schön für Sie sein. Das ist alles. Sie werden erleben, wie Sie draufgehen. Sie gewinnen nicht bei dem Tausch. Gehen Sie. Setzen Sie sich wieder. Ah, Sie fassen mich jetzt mit Samthandschuhen an. Sie wissen doch warum, wegen der Fingerabdrücke. Ach ja. Los, Sie gehen Sie zurück und setzen Sie sich. Wenn ich will. Nein, wenn ich will. Ich halte die Pistole nicht zum Spaß in der Hand. Wenn Sie von da aus schießen, wo Sie jetzt stehen, können Sie einen Selbstmord nicht mehr vortäuschen. Na gut. Ich werde erzählen, dass ich Sie überrumpelt und dass ich Sie entwaffnet habe. Notwehr. Das kostet mich ein paar Stunden Verhör auf dem Polizeirevier. Suchen Sie keine Ausflüchte mehr, Sigur. Nichts kann Sie noch retten. Monsieur Lavandier, wollen Sie sich nicht zunächst überzeugen, ob Ihre Pistole funktioniert? Was? Ich habe den Schlagbolzen entfernt. Was haben Sie? Hier ist er. Ich hatte ihn in meiner Tasche. Aber wie... Wie ich die Pistole und das Giftfläschchen in die Hände bekommen habe, um sie unschädlich zu machen. Sie werden es schon begreifen. Sie werden sich in das Unabänderliche fügen müssen. Ich halte es nämlich mit der stärkeren Partei. Was wollen Sie? Boah, nichts Unannehmbares. Eine Art Geschäft, ein vernünftiges. Christine hat die Bedingungen dafür festgelegt. Christine? Was hat meine Frau damit zu tun? Sie wird mein Glück machen. Und mein glückliches Leben mit mir teilen. Wenn Sie werden dafür sorgen, dass wir beide herrlich und in Freuden leben können. Was ist das nun wieder für eine Geschichte? Chérie, sag du es ihm. Das ist eine Liebesgeschichte. Zwischen Christine und mir. Die Begegnung zweier junger, unersättlicher Raubtiere, die einander an ihrer Wildheit erkannt haben. Christine! Sag mir, dass ich träume. Nein, du träumst nicht. Du hast doch nicht... Ich bitte dich. Was nützt es, nach Gründen zu fragen? Es ist eben so. Ergeben Sie sich in Ihr Schicksal, Monsieur Lavandier. Es könnte schlimmer sein. Wir werden Sie nicht denunzieren. Wir werden Ihnen sogar helfen, die Leiche verschwinden zu lassen. Ich habe schon die nötigen Vorbereitungen getroffen. Was wir von Ihnen verlangen, das sind ganze 6 Millionen Francs. Das ist weniger, als Ihre Fabrik wert ist. Aber netto auf den Tisch. Dann kommen wir nicht mehr darauf zurück. Hier, Chérie. Ja, Christine. Um unseren Sieg zu feiern, dein Lieblingswhisky. Aus einer anderen Flasche und diesmal ohne destilliertes Wasser. Danke. Oh. Das ist gut. Wissen Sie, Lavandier, der Entschluss ist für mich nicht so leicht gewesen, wie Sie glauben. Aber Christine hat mich überzeugt. Sie kennt sie gut. Sie hat mir erklärt, dass meine Weigerung an Marie nicht gerettet hätte. Sie würden sie auf jeden Fall getötet haben. Also, im Grunde genommen, warum dann nicht das Risiko auf sich nehmen? Was für eine abgrundtiefe Gemeinheit ist das von euch beiden? Julian, bitte versuche in Schönheit zu enden. Christine. Keine Rührung, bitte. Komm hier, Julian. Ich will dir etwas zeigen. Es soll eine letzte Überraschung für dich sein. Komm näher. Nun komm. Aber, Christine, das wirst du doch nicht tun. Das kann doch einfach nicht möglich sein. Alles ist möglich, wenn es ums Geld geht. Bist du denn verrückt? Du hast ihn ja umgebracht. Es scheint so. Christine, was ist denn bloß in dich gefahren? Eine Idee, die mir gerade gekommen ist. Ich glaube... Wir sind mitten in einem Albtraum. Tatsächlich. Sein Herz schlägt nicht mehr.
Die Pistole hier funktioniert eben einwandfrei. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Erklär's mir doch bitte. Sehr einfach. Erst zwei Morde, dann ein Selbstmord. Er sagte, Julien erdrosselt an Marie. Du kommst dazu und überrumpelst ihn. Du erschießt ihn. Dann aus Verzweiflung machst du deinem Leben ein Ende. Du hast sehen, auch ich helfe dir mit Samthandschuhen. Gib mir die Pistole. Christine, gib mir... Kopf. Siehst du, du hattest die Absicht, mir die Waffe zu entreißen. Dabei kannst du mich nicht mehr auf den Beinen halten. Was ist mit mir? Mir wird ganz schwindelig. Ja, so ist es. Setz dich hin. Oh. Mir wird ganz schwarz vor Augen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Das ist schon ein wenig wie sterben. Ich kann meine Augen nicht mehr aufhalten. Christine, was ist das? Ein Schlafmittel natürlich. Ein echtes diesmal. Bevor die Kugel in deine Schläfe drängt. Nein. Ich habe Juliens Plan übernommen. Habe ihn aber in zwei, drei Punkten verbessert. Die Gelegenheit war zu günstig, Jean-Claude. Mit einem reichen Mann verheiratet zu sein, bedeutet nicht auch selbst reich zu sein. Erst als Witwe kann man es werden. Ich hatte Julien nur seines Geldes wegen geheiratet. Ich langweilte mich zu Tode mit ihm. Na gut. Er ist daran gestorben. Jetzt werde ich frei über sein Vermögen verfügen können. Ich ganz allein. Christine. Hast du dir etwa eingebildet, du Vorstadt Casanova, ich würde es mit dir teilen? Mich gegen den Schlaf werde, mich heftig werde, ja, Sie hatten heftig hinzugefügt, da ich mich gegen den Schlaf heftig werde, der mich befiel, war es mir gelungen, aus dem Sessel aufzustehen und mich auf Madame Lavandier zu stürzen. Ich habe sie am rechten Handgelenk gepackt, denn mit der rechten hielt sie die Pistole auf mich gerichtet und habe versucht, sie ihr zu entreißen. Sie hat sich gewehrt. Es gab ein kurzes Gerangel und plötzlich war ein Schuss losgegangen. Madame Lavandier brach zusammen, sie ließ ihre Waffe fallen und ich wollte sie vom Teppich aufheben. Dabei fiel ich selbst vornüber und verlor das Bewusstsein. Tja, das ist es. Wir ändern nichts mehr. Nein. Sie bleiben dabei. Ja. Dann unterschreiben Sie hier. Sie glauben mir nicht? Tja. Was soll ich Ihnen darauf antworten? Ich bin Polizist, ich mache meinen Dienst. Alles spricht gegen Sie. Wir sind von Nachbarn alarmiert worden, die Schüsse gehört haben. Wir finden Sie eingeschlafen, eine Pistole in der Hand, inmitten von drei Leichen. Eine Frau, deren Unterschrift sich auf einem am Tatort entdeckten Drohbrief findet. Erdrosselt mit einer Krawatte, die Sie spontan als Ihr Eigentum erklären. Eine zweite Frau und ihren Ehemann erschossen mit der Automatik, die Sie noch in der Hand halten. Der Paraffintest weist auf Ihren Fingern Pulverspuren nach. Tja, was brauche ich noch mehr, um Sie dem Untersuchungsrichter vorzuführen? Ich habe Ihnen gesagt, dass die Pulverspuren... Ihre Erklärung, Finn, ja, ich habe verstanden. Ich widerlege Ihr Argument auch nicht. Das Opfer hatte Handschuhe an und Sie haben die Waffe im Augenblick des Schusses mit der bloßen Hand berührt. Das ist glaubhaft. Wie übrigens auch die ganze Schilderung des Tatverlaufs. Unhaltbar, weil sie keinerlei Beweis liefern. Aber glaubhaft. Es ist faktisch nicht unmöglich, dass sie unschuldig sind. Jedenfalls aber unschuldig oder schuldig, ganz sicher ist, dass sie einen ausgezeichneten Rechtsanwalt brauchen werden. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.